Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, da ist es, das zweite Video. Aber es kommt viel zu spät. Warum? Wenn du das erfahren willst, dann bleib dran. In der Kanalvorstellung hatte ich ja eigentlich gesagt, dass jetzt jede Woche ein Video kommen wird. Naja, ich hatte halt auch gesagt, dass wir uns den zurzeit vielversprechendsten Stinger-Konkurrenten anschauen werden. Dieses Video darf aber leider nicht online gehen. Der Hersteller hatte mir das Gerät zur Verfügung gestellt, ist aber mit den Aufnahmen bzw. dem Ergebnis nicht einverstanden. Das ist sehr, sehr schade, denn ich hatte 3 Anläufe für dieses Video gebraucht. Es sind über 40 Stunden Arbeitszeit in diese Videos reingeflossen. Bei den Aufnahmen habe ich mich außerdem verletzt. Aber das nützt alles nichts. Das Video darf nicht online gehen. Es hat leider keinen werblichen Zweck in Augen der Hersteller. Sehr schade. Ich werde jetzt aber auch kein geschöntes Video aufnehmen, denn das hier ist mein YouTube-Kanal und hier seht ihr meine Meinung und nicht irgendwas, was mir irgendein Hersteller diktiert, denn das wird hier niemals passieren. Ich kaufe mir lieber wie bisher alles selbst, anstatt irgendwelche Produkte, von denen ich nicht vollends überzeugt bin, zu 100% zu empfehlen. Sowas werdet ihr hier nicht sehen. Dementsprechend haben wir die Zusammenarbeit beendet und das Video wird nicht kommen. Aber ihr sollt nicht leer ausgehen. Ich zeige euch heute mal meine Lieblingsarmbrust. Ich schieße jetzt seit knapp über einem Jahr fast täglich mit einer Armbrust. Und das ist fast immer die Stinger von Steamboat. Woran liegt das? Das liegt in allererster Linie erstmal daran, dass ich kein schlossähnliches Anwesen habe. Und auf meinem Grundstück ist es so, hier gibt es Distanzen zwischen 5 und maximal 25 Meter. Faktisch kann ich meine Siege hier also gar nicht vernünftig schießen. Und genau auf solche Distanzen glänzt die Stinger. Die Stinger macht ab 5 Meter richtig Spaß und auch auf 25 Meter trifft man noch richtig gut. Die Stinger 2 ist eine modulare Schnellschussarmbrust mit 6 Pfeilen im Magazin. Das hier sind die Pfeile. Es gibt Übungsspitzen, es gibt Bodkins und es gibt auch Broadheads. Wir alle wissen, wie das noch vor ein paar Jahren aussah. Denn vor ein paar Jahren hatten wir maximal diese Pfeile. Plastikpfeile. Schaft und auch die Vanes sind aus Plastik und nur die Spitze ist aus Metall. Damals gab es natürlich auch diese Pfeile. Die gibt es immer noch, aber die würde ich euch nicht empfehlen zu nutzen. Ne? Es ist ein Aluschaft in dem Fall, aber auch wieder Plastik-Vanes. Und die Spitze ist vernietet. Da ist auch immer Spiel dabei. Und das hat Steamboat rausgemacht. Echt hochqualitative Aluminiumbolzen. Die Bodkins sind nochmal schwerer und die Broadheads sind genauso schwer wie die Bodkins, aber eine wirklich, wirklich fiese Spitze. Und ich muss sagen, mit der Qualität der Pfeile bin ich absolut einverstanden. Mit einer kleinen Einschränkung, aber dazu kommen wir später. Die Stinger ist modular. Aber was heißt modular? Das hier ist die Tactical-Variante. Man spannt sie, indem man hier entriegelt und dann so repetiert. Es gibt aber auch die Compact-Variante. Hier in folierter Version. Diese wird so repetiert. Das hier ist eine fast blanke Stinger Compact. Ich habe hier das Color Kit von Steamboat verbaut. Das ist dieses rote Teil und dieses rote Teil. Diese Rädelschraube habe ich selbst lackiert und das ist selbst foliert. Das könnt ihr leider so nicht kaufen, aber ich zeige euch auch noch in einem späteren Video, wie man das selber folieren kann. Diese Stinger ist schon viel mehr modifiziert. Als allererstes haben wir hier den Griff ausgetauscht. Das hier ist ein ganz normaler Griff von Amazon, den gibt es für 10 Euro, kommt aus dem Airsoft-Bereich. Hier ist ein Zweibein mit verbaut. Das braucht man bei einer Stinger wirklich nicht, aber es ist super praktisch, um es hinzustellen. Und für 10 Euro macht man hier wirklich nichts mit falsch, außerdem hat man noch eine weitere Picatinny-Schiene mit dran. Auch hier ist ein Color-Kit verbaut, allerdings ist es hier das Olivgrüne. Der Trigger ist rot. Das ist aber nicht vom roten Color Kit. Das ist der Tuning Trigger. Den werden wir uns auch nochmal ganz genau anschauen. Wie ihr sehen könnt, habe ich außerdem hier 2 Picatinny-Schienen noch an den Seiten montiert. Die bekommt ihr für ca. 14 Euro im Online-Shop von Steamboat. Das Praktische ist, dass es hierfür auch richtig gutes Zubehör gibt. Zum Beispiel diese Köcher, wo Speedloader reinkommen. Und das ist jetzt hier mit 2 Speedloadern, also mit 10 extra Pfeilen, schon mal ganz ordentlich. Aber wir haben ja hier noch Platz. Und wenn man ein bisschen rumbastelt mit Picatinny, dann kommt man vielleicht zu so einem Ergebnis. Nennt mich den Picatinny Picasso. Hier sind 8 Köcher für Speedloader verbaut. Das heißt, wir haben 40 extra Schuss hier dran befestigt. Dadurch wird das Ding natürlich ziemlich schwer,
aber es fühlt sich schon cool an und sieht einfach geil aus. Und wenn einem das Ganze zu schwer wird, kann man einfach durch den Schnellverschluss, den ich installiert habe, die ganze Picatinny wieder ablösen. So ist das Ganze hier gelöst. Es ist ein Rail Riser mit Schnellverschluss, ein Rail Riser mit zwei 45 Grad Schienen und drei Offset Schienen 45 Grad, die dann für drei neue Picatinny Flächen sorgen. 1, 2 und 3. Aber in diesem Video benutzen wir jetzt mal nur die 2 Speedloader. Das reicht. Dieser Schaft ist so nicht Serie. Den habe ich ergänzt. Denn man erhält hier eine Standard AR15 Buffer Tube. Heißt, man kann auch jeden anderen Schaft benutzen. Und ich habe mich für diesen Schaft entschieden. Der hat eine sehr bequeme Schulterauflage und bietet hier noch Platz für Zubehör. Kleines Fach, in dem ich Sehnenwachs aufbewahre. Außerdem gibt es hier ein paar mehr Möglichkeiten für die Aufnahme einer Sling. Ja, und was habe ich denn hier gemacht? Also das ist mal wieder schönst gebastelt vom Picatinny Picasso. Ihr seht hier ein paar Picatinny-Schienen aus dem 3D-Drucker, welche ich ganz elegant mit schwarzem Heißkleber draufgeklebt habe. Darauf setze ich dann einen Rail Riser mit Schnellverschluss und 2 Picatinny Griffstücke. Wenn man das jetzt hier drauf setzt, dann hat man hier eine wunderbare Kinnauflage, die es ermöglicht, wunderbar durchs Red Dot zu gucken, obwohl das Magazin hoch aufbaut und ich hier noch einen Rail Riser drauf habe. Außerdem ist hier noch was modifiziert. Denn wer ganz genau hinschaut, sieht, dass diese Schiene hier Vorneigung hat. Die Kombination aus Schiene mit Vorneigung und Rail Riser sorgt dafür, dass ich bei Distanzen von 5 bis 25 Metern nichts an meinem Red Dot verstellen muss. Hier ist jetzt gerade der Pro-Bogen drin, der 90 LBS-Bogen von Steamboat. Und ich bin wirklich, wirklich ein Fan von dem. Jetzt kommen wir leider zu der Einschränkung der Pfeile. Denn ich war wirklich immer, immer, immer ein Riesenfan von diesen Pfeilen. Wo die Probleme anfangen, ist, dass wenn man 90 Pfund schießt, dann reichen die 10,3 Gramm von den Bodkins leider nicht aus. Früher oder später wird es zu Rissen in den Endkappen kommen. Und das Gute ist, dass Steamboat da ganz genau Bescheid weiß. Und wer Steamboat kennt, der weiß, dass da was passieren wird. Es ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis da die Lösung kommt. Und genau das finde ich so toll bei Steamboat. Ich kann hier immer meine ehrliche Meinung geben und die wird sich angehört. Und da wird nichts totgeschwiegen. Wird drauf eingegangen und im Hintergrund beginnt die Verbesserung. Und das ist genial. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von den Produkten, aber noch viel größerer Fan der Firmenphilosophie. Ja, und wer genau zugeguckt hat, hat vielleicht gesehen, dass das hier keine Originalsehne ist. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr viel mit Dyneema forsche. Und das ist eine Dyneema-Sehne. Und die hat jetzt auch hier wieder 150 Schuss gehalten. Es ist der 90er Pro-Bogen. Das ist schon recht gut. Wenn man sich überlegt, dass die Sehne dann auch nur 1 Euro kostet, ist das sehr, sehr gut. Aber ich bin ganz ehrlich, wie ihr seht, auch hier gibt es natürlich Verschleiß. Das ist keine Lösung für alles. Auch hier muss natürlich die Sehne gewechselt werden. Das Coolste ist, dass man zwischen Compact und Tactical umbauen kann. Man braucht dafür nur das Umbaukit und das kostet so zwischen 70 und 80 Euro. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ja, und dann könnt ihr immer von der Compact auf die Tactical umbauen und wieder zurück. Das hat bei mir auch ein halbes Jahr lang sehr gut funktioniert, bis ich dann nach ungefähr 5000 Schuss für mich entschieden habe, dass ich beide brauche. Ja, und dann gibt es noch die Survival. Die ist ähnlich aufgebaut wie die Tactical. Sie hat also auch diesen Spannmechanismus. Allerdings hat sie kein Magazin. Die Survival würde ich euch sehr gerne zeigen, aber die habe ich noch nicht hier. Aber ich bin mir sicher, in Zukunft werden wir dazu auch mal ein Video machen. Ihr wollt sicherlich ein bisschen Action haben und die sollt ihr kriegen. Deswegen machen wir jetzt mal einen Schusstest und wir machen direkt mit FPS-Messung. Halt nicht zu dem Ding, was ich nicht mehr zeigen darf, sondern zu den Stinger-Produkten. So, dafür haben wir uns extra hier einen Kroni besorgt und der ist auch ziemlich genau. 2,9? Das Ding ist falsch eingestellt. Ah, okay. Das Licht stört scheinbar die Sensorik. Und wir starten jetzt mit dem 35er Wurfarm. Den benutzen wir natürlich in der Compact. Da wird er ausgeliefert und dafür ist er ideal. Er ist richtig schön schnell und hat trotzdem noch genug Wucht. Aber wie schnell ist er? Das messen wir jetzt nach. Zur Info, auch hier ist wieder eine experimentelle Sehne. Das hier ist jetzt was ganz Neues. Das ist auch Dyneema, aber mit Mittelwicklung. Müsst ihr nicht machen, das war ein Experiment. Es gibt bessere Möglichkeiten, aber dazu kommen wir auf jeden Fall nochmal in einem späteren Video. Wir führen den Speedloader ein. Jetzt hält man hier einfach mit dem Finger drauf
und zieht da raus und das Magazin ist geladen. Auch wenn man hiermit sehr schnell schießen kann, werden wir uns jetzt hier Zeit lassen, weil sonst das Messgerät nicht hinterherkommt. Wir machen nun immer 5 Testschüsse und ziehen uns dann am Ende den Mittelwert. 39,5. 39,4. 39,8. 39,9. 40,3. Und das waren unsere 5 Schuss. Und jetzt schauen wir uns den 55er Bogen der Tactical-Variante an. Bei der Tactical-Variante habe ich auch das Schnellwechselsystem verbaut, was jetzt natürlich den Bogenwechsel super einfach und schnell macht. Wir haben diese Schraube hier schon gelöst, klappen das jetzt auf, können den Bogen einfach entnehmen, den neuen Bogen natürlich richtig rum reinsetzen, mit der Schrift nach oben und noch viel wichtiger die Rinne nach oben, reinsetzen, Schraube drauf und fertig. Das gleiche machen wir jetzt auch mit den Bodkins. Jetzt kommt sicherlich die Frage auf, warum benutzt du nicht die Übungsbolzen? Naja, wir wollen ja jeden Bogen testen, auch den 90er Bogen. Und das sollte man mit den blauen Spitzen auf gar keinen Fall tun. Denn die sind einfach zu leicht. Dann verbleibt einfach zu viel Energie noch in den Wurfarmen und die Kraft wirkt sich dann einfach an den Endkappen aus und das ist nicht schön. 55 Pfund Stinger Tactical. 48,5. 49,1. 49,3. 49,5. 49,3. Das sind schon ganz gute Werte für 55 Pfund. Wir messen jetzt auch mal den 80er Bogen der Stinger Serie 1, denn das war immer lange Zeit für mich ein super Kompromiss aus dem 90er und dem 55er Bogen. Außerdem ist das hier der stärkste Bogen, den ich in der Compact noch gespannt kriege. Und genau da bauen wir den jetzt auch ein, denn bei diesem Bogen kann man leider nicht das Schnellwechselsystem verbauen, weil er halt einfach nicht zur aktuellen Stinger Serie gehört. Bei meiner Compact haben wir aber trotzdem ein Schnellwechselsystem verbaut. Und zwar das, ich sag mal, Self-Made Vlad-System. Vielen Dank an der Stelle an Gerald und auch an Jörg fürs Publizieren von dieser genialen Idee. So, jetzt können wir den Bogen ganz schnell rausnehmen, den neuen einsetzen und wieder festdrehen und auch hier hinten festdrehen. So, jetzt bin ich mal wirklich, wirklich gespannt, wie viel schneller der 80er Bogen im Vergleich zum 55er Bogen ist. So, 80 Pfund in der Compact und wir starten die Messung. Boah. Einige Zeit nehmen wir damit geschossen. 53,0. Boah, da fehlt mir jetzt doch die Übung. 53,6. 53,5. Aha. 53,2. Jetzt läuft's. 53,9. Nicht schlecht. Aber man muss natürlich sagen, das macht dann nicht mehr so viel Spaß mit der Compact. Damit gehen natürlich die Schüsse raus, aber ihr kriegt natürlich nicht so viele hin wie mit dem 35er oder mit dem 55er. So, und jetzt wird's interessant. Jetzt bauen wir wieder den 90er Bogen ein. Und wir tun das, wovon ich eigentlich immer abrate. Aber wir möchten nachvollziehbare Messergebnisse haben und vor allem vergleichbare Messergebnisse. Dementsprechend nehmen wir jetzt auch trotzdem die Bodkins. Die Sehne müssen wir aber erst nochmal wachsen, denn die hat auf jeden Fall gelitten. Schön gut reiben. Durch die Reibungswärme wird das Wachs dann flüssig und legt sich auf die Sehne. Wurfarm rein, Schraube rein und wir werden fertig. Jetzt ist nur das Ding. In letzter Zeit habe ich wirklich schlechte Erfahrungen mit springenden Endkappen gemacht. Ah! Aber weil wir jetzt hier einen eigentlich zu leichten Pfeil schießen, möchte ich wirklich auf die Sicherheit achten, um sowas zu verhindern. Modern Fashion Germany. Und hier kommen die Bodkins.
So, wir starten die Messung mit dem Watkins und dem 90er Pro Bogen. 62,3. 62,7. 63,0. 62,9. 62,4. Und das waren sie alle. Jetzt sollten wir auf jeden Fall die Endkappen kontrollieren. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und das sieht gut aus. Ich empfehle euch wirklich mit 90er Bogen immer mal wieder, spätestens alle 10 Schuss, die Endkappen auf Haarrisse zu überprüfen. Und das ist der Grund, warum man die abnehmen kann. Wenn da ein Haarriss sein sollte, dann kann man die ganz schnell wieder runternehmen, neue draufsetzen und das System läuft. Die Sehne hat jetzt echt gelitten. Aber kein Problem, wir bauen die Tage mal eine neue und da werdet ihr natürlich auch das Tutorial von sehen. Denn eins vorweg gesagt, durch den Tuning-Trigger, der wirklich super ist, hat sich leider auch was für die Dynema-Nutzer verändert. Denn der Tuning-Trigger beschleunigt die Sehne jetzt zu schnell nach oben. Dadurch kann die Sehne über den Pfeil rutschen, weil die Dynema-Sehne schmaler ist als eine normale Sehne. Zu dem Thema hatte ich mir sehr viele Gedanken gemacht, sehr viel experimentiert und ja, nach jetzt 150 Schuss mit dem Pro-Bogen kann ich sagen, es funktioniert einigermaßen. Das Video kommt dann demnächst. Klick auf jeden Fall auf Abonnieren, um das nicht zu verpassen. Ja, ist die Stinger perfekt? Absolut nicht, weil ab 40 Meter wird es echt schwer, was zu treffen. Es ist möglich, aber da braucht ihr sehr viel Übung. Aber das ist auch nicht das, wofür die gemacht wurde. Die wurde dafür gemacht, um wirklich einfach viel Spaß zu haben und um auf kurze Distanzen effektiv zu treffen. Und das ist hiermit wirklich, wirklich einfach möglich und macht wahnsinnig viel Spaß. Außerdem muss ich sagen, dass das hier das zuverlässigste System mit Magazin ist, was ich je in der Hand gehabt habe. Klar, hier kommt es auch mal zum Fehlschuss, aber schaut mal, was dann passiert. Da ist halt eine kleine Kitsche drin. Aber das spielt keine Rolle. Das Magazin schießt weiter. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich ansonsten nur Blödsinn habe. Ich habe auch eine Edda. Und die Edda ist cool, gar keine Frage. Die hat auch wirklich Vorteile, die die hier nicht hat. Aber sie ist nun mal nicht so zuverlässig wie die Stinger 2. Deswegen ist und bleibt meine Lieblingsarmbrust einfach die Stinger 2. Jetzt würde mich aber noch eins interessieren. Ich hatte euch ja eben gesagt, es sind eigentlich die falschen Bolzen. Was sind denn jetzt die richtigen Bolzen? Ich habe hier Manufakturbolzen, die sind recht teuer. Aber ich kann euch sagen, die wiegen genau richtig, sodass keine Energie mehr im Wurfarm verbleibt. Und die führen wir jetzt hier mal und messen auch damit die FPS-Zahlen. ...58,1... ...58,0... ...58,6... ...86,3... ...58,2... Oh, und wir wären leer gewesen. Leute, bloß keine Fehlschüsse mit dem 90er Bogen. Ich hoffe, das Video zu meiner Lieblingsarmbrust hat dir gefallen. Schreib mir in die Kommentare, was deine Lieblingsarmbrust ist und was du von der Stinger hältst. Jetzt ist natürlich so, die Stinger, die ich habe, ist keine Stinger mehr in dem Sinne. Eine Stinger Tactical kostet gerade mal 299 € und das Ding, was ich euch jetzt gezeigt habe, ist mit allen Umbauten bei knapp 1000 €. Deswegen wird es natürlich auch nochmal ein Review Stinger out of the box geben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich aufs nächste Video, wo ich euch dann zeige, wie man diese Sehne baut. Bis zum nächsten Mal! Euer Malte von MAG. Modern Archery Germany.